Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge S-Turnier. Und dabei ist natürlich mal wieder der Nexus. Hallo, yay. Nexus. Kuckuck. Komm mal mit. Okay. Komm mal mit. Wenn du sagst, ich soll mitkommen, dann komme ich mit. Bei keinem anderen würde ich das sagen. Guck mal, ich slide sogar hinterher. Also wir haben ja früher, beigebracht gekriegt als kleine Kinder. Wenn jemand sagt, komm mal bitte mit, sollst du ja nicht mitgehen. Ich gehe sofort mit. Aber ich nur will, bei Baron. Ich will da hinten hin. Ja, ich sehe es nicht. Siehst du es nicht? Noch nicht. Nein, komm noch. Komm mal ein bisschen jetzt sehe ich es. Da, zack, da oben. Da oben will ich hin. Da. Da steckt nämlich ein Raumschiff, das so ähnlich ausschaut wie unseres. Stimmt, jetzt wo du sagst. Und, was habe ich da an? Ich habe ein paar Verbindungen dabei. Meinst du echt, wir brauchen Verbindungen? Ich würde jetzt einfach mal mit Verbindungen rübergehen. So einen kleinen Weg, ne? Ja, man kann ja... Die kann man ja dann am Ende auch wieder aufheben. Wieso? Jetzt hier. Wie gesagt, wir wollen uns dann wahrscheinlich eh nochmal hier unten alles Mögliche so ein bisschen angucken. Das ist mal eine Brücke. Ich hab sie da zumindest mal nochmal ein bisschen verbreitert. Okay, Verbindungen sind aus. Ach. Aha. So ein Raumschiff hatte ich bisher aber auch noch nicht gesehen. Nö. Sieht ja schon fast aus wie so eine kleine Mondfähre. Ja. Und dauert's ab. Kleine Mondfähre. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel, viel, viel. Jetzt steckt sie. Die hängt in der Luft. Ja, das war scheinbar die Unendlichkeit. Ja, ich will jetzt sehen, was mit dem Teil passiert. Okay, das ist nicht ganz so weit geflogen. Warte, wir haben hier noch eins. Der Planet ist schon lustig. Ja, sagen wir mal so, wenigstens weht die Teile nicht komplett endlos raus. Okay, das ist weg. Nee, naja, steckt auch fest. Ja gut, haben wir ein bisschen Kupfer, ein bisschen Harz. Da haben wir übrigens unser Harz. Ah, super. Hier sind ganz schön viele Raumschiffe runtergekommen. Guck mal hierher, das ist... Da unten ist eins, da drüben ist eins. Oh, guck mal, da ist sogar noch Licht an. Stimmt. Einsitzer. Und Harz. Und Aluminium und Kupfer und... Ja, den Einsitzer lassen wir mal da, oder? Sauerstoff. Ja. Steht bei mir auch gerade. Sind ja zum Glück nicht so weit weggegangen. Aber ist schon... Oh, hier sind aber ganz schön viele gefährliche Löcher. Ja. 25%! Und wir sind schon da. Gibt schon wieder Luft. Wow! Ist ja wie ein Skatepark hier. Ja. Also der Wind ist momentan echt das, was mich am meisten an diesem Planeten stört. Der Rest ist schon sehr cool. Der ist Wahnsinn, der Rest. Komm mal, wir gehen jetzt nochmal nach da unten. Weißt du wo? Hier runter. Da müssen wir hin. Ich stell mal noch ein paar Verbindungen her. Hätte ich auch mal machen können. Ich hab doch hier. Oh! Giftige Pflanzen. Das ist nicht gut. TNT. Pass auf, da kommt gleich Gift hoch. Ein Dynamit.
Oh, hier geht's. Hier ist sogar ein Tunnel. Ah, gut. Oh, ja. Der Tunnel hat sich schon erledigt. Ach, recht? Aber ich glaube, der Planet ist so hohl. Da müssen wir nicht lange graben, um irgendwo hinzukommen. Ob da fall ich durch die Welt? Das wäre unwitzig. Das erinnert mich irgendwie an den roten Stachelbeerenplaneten, was wir hier gerade machen. Ja, so ein bisschen. Das sieht doch so ein bisschen aus wie. Oh, da ist ein Loch. Oh, da ist ein ziemlich tiefes Loch. Giftpflanzen unten. Ist aber zu weit weg. Es scheint auch ziemlich zentral. Nee, da ist Ende. Ich glaube, die schießen schon. Da, pass auf, geradeaus, geradeaus. Hilfe! Sei froh, ich habe dich fest gewarnt. Da unten ist auf jeden Fall Kupfer. Doch nicht diese scheiß Mistviecher. Boah, zack. Wo sind sie? Über uns. Da sind noch mehr. Super eingespieltes Team. Wir haben die Höhle ausgeräuchert. Ja, anti-ausgeräuchert. Weiß, wie ich es meine. Nee, verstehe ich nicht. Ist jetzt mal eine Verbindung. So. Sollten aber auch die unsere gegrabene Rampe vielleicht ein bisschen abstiegssicherer machen. Ja, bin ich schon bei. Dass wir nicht beim Runtersliden einfach komplett drüber rausschießen und unten zerschellen. Die Höhlendecke schaut, wenn du nicht mit der Lampe hingehst, aus wie ein Sternenhimmel. Ja, das stimmt. Gefällt mir. Ist auch ein Raumschiff. Es ist und hier unten ist auch noch Wind. Ja, ist ja kein Wunder, ne? Hier sind ja überall. So, die sieht super aus, die Rampe. Yay! Oh, das also, leitet man aber weit. Ich habe ein Forschungsobjekt, das bringe ich gleich mal hoch. So ein technisches. Ich hole mir hier mal ein bisschen Kupfererz. Weil wenn hier kannst du ja leider nichts liegen lassen. Das stimmt. Das ist ja sofort weg. Krieg ich sofort Beine. Und dann kann ich mein Inventar auch mal so ein bisschen entmüllen. Entmüllen? Hast du etwa Müll mitgenommen wieder? Ja, halt den üblichen Scheiß. Kupfer, Harz, Aluminium, TNT. Nimmst du ja ein TNT mit, das ist ja mal völlig unsinnig. Das muss man doch sprengen. Darauf. Ach ja. Aber ich hatte wenigstens so ein bisschen gehofft, dass man unterirdisch Sachen einfach liegen lassen kann. Aber geht auch nicht, ne? Nee, geht nicht. So, das Forschungsobjekt habe ich mal an unser Raumschiff dran gepackt. Okay. Also hier gibt es auf jeden Fall Kohle, so wie es ausschaut.
So, dann haben wir den ganzen Müll einmal weg. Dann gucken wir hier mal noch ein bisschen Dreck rein. Und produzieren noch ein bisschen Gemisch. Stimmt gerade ein bisschen. Ich mit. Ach, Titanium ist das. Ich dachte gerade schon, was das denn für eine komische. Die ganze ist Titanium. Okay, da kommen die ersten Steine geflogen. Ich bringe mal ein bisschen Aluminium und Kupfer mit. Wobei, ich meine natürlich das Rohmaterial. Malachit und ja. Laterit. Laterit. Malachit und Laterit. Ist mir gerade absolut nicht eingefallen. Nicht schlimm. Machte fast nichts. Ich komme dann mal wieder runter. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Hi. Hoi. Oh nein! Was denn? Aluminium haut ab. Ich hab Aluminium. Ich hab's Aluminium wieder gefangen. Ah! Ich habe mir gedacht, was steckt denn da für eine Antenne schräg im Boden, aber das ist so eine Schlurppflanze, die irgendwie schräg nach oben, wahrscheinlich irgendwie durch den Wind gestört oder irgendwo sowas. Okay. Sah sehr merkwürdig aus. Hört sich auch sehr merkwürdig an. Wie sich hier echt einfach alles durch die Gegend pustet. Ja. Ist schon ein sehr windiger Planet hier. Ah, Gift. Ah, noch mehr Gift. Unsere Plattform ist voll. Dann kannst du ein bisschen Aluminium hernehmen und eine neue bauen. Alleine. Das stimmt, das ist dumm. Da fliegt Aluminium her! Verdammt! Her oder weg? Weg. Da hinten hängt seine Luft. Komm ich da ran? Wenn ich jetzt da hingehe, ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich da näher dran gehe, dann fliegt es weiter. Jetzt ein paar Forschungsobjekte hingepustet. Dann baue ich so eine große, ne? Große Plattform, oder? Ja, ich diese komm mal zurück. Dingensplattform, die wir da einmal genommen haben. Große Plattform D. Die mit den senkrechten. Nee, also mit den schrägen. Passt. Auf welche passt mehr drauf? Ja, mit die mit den schrägen, da können wir halt diese ganzen Plattformen noch dran bauen, ne? Diese kleinen Dinger. Da hast du natürlich recht. So weit hatte der ich gar nicht gedacht.
Macht er doch nix, ey. Ich bin gleich wieder da. Ja, alles gut. Ich habe die Plattform schon ausgepackt gekriegt, tatsächlich. Ups. Bleib hier. Ich sehe, was du machst. Versuchte die gerade zu drehen. Nicht schön, aber selten. So wie wir, Nexus. So. Genau. Das ist das Loch hier offen. Das ist mein geheimes Versteck. Kannst du dir nicht ein besser gelegenes geheimes Versteck suchen? Nee. Er macht's zu. Er buddelt mich ein. Jo. Wann? Hat er erfolgreich gemacht. So, was machen wir jetzt hier auf dem Planeten? Ja, das ist die große Frage. Wir könnten... Also mit dem Auto fahren ist, glaube ich, eine echt dumme Idee. Ja, das würde ich auch sagen. Nee, das würde ich auch sagen, dass das nicht so wirklich funktioniert. Wir könnten allerdings unten ein bisschen die Höhlen noch weiter erforschen. Dass wir da mal ein bisschen rumrennen. Das hört sich doch mal an. Aber ich würde da fast schon sagen, dass ich mir vielleicht noch einen zweiten Sauerstofftank dran knalle oder sogar noch einen dritten. Dass ich einfach so viel Sauerstoff mitnehme, dass ich halt genügend Sauerstoff habe. Um da ein bisschen hin und her zu rennen unten. Weil hoch an die Oberfläche kommst du sowieso immer irgendwie. Na, da kannst du dir immer einen Weg bauen. Das stimmt natürlich. Aber es gibt ich ja glaube, den haben wir noch gar nicht erforscht. Den Sauerstofftank. Ich nicht? Nee, ich den haben wir mal gefunden, ne? Ja. Kleiner Sauerstofftank ist noch nicht erforscht, Filter ist auch noch nicht erforscht. Ja gut, den Filter, das ist auch noch so eine Sache, ne? Ich habe jetzt beide mal erforscht. Und damit wären wir im Bereich Energie komplett ausgeforscht. Da können wir nichts weiter mehr erforschen. Okay. Ich baue hier mal noch eine neue, noch eine Forschungsstation hin. Ja. Was braucht man denn für den Tank? Den druckst du dir, glaube ich, im Rucksack. Ja, ja, aber mit was? Ich habe Harz, Aluminium, Kupfer und Gemisch im Rucksack und mit keinem kannst du das herstellen. Titan? Hab ich leider nicht. Es wird doch angezeigt, was du brauchst. Nee. Kann man nicht sehen. Das ist Titan. Echt? Ja. Na gut, ich weiß ja, wo Titan ist. Hab ich ja schon gefunden. Dann hole ich mal eben ein bisschen Titan. Ich slide mal wieder ab in die Höhle. Ich druck mir mal einen Filter. Mach das mal. Und in der Zwischenzeit packe ich auch nochmal ein neues Forschungsobjekt da drauf, auf unsere frisch erworbene Forschungskammer. Was natürlich nicht funktioniert. Warum nicht? Wieder das gleiche Problem, das versucht es auf irgendwelche Slots zu legen, die noch frei sind. Aber ich habe mir selber geholfen.
Ja, ich bin auch leider noch nicht da. 7400 Bytes. Nö. Kann immer noch keinen Tank bauen, selbst mit Titan nicht. Das ist aber Titan. Dann gebe ich dir das Titan und... Ich bin gerade irgendwie im Hauptmenü gefangen. Ach. Oh! Ja. Deine Verbindung zum Horst wurde unterbrochen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Guck mal auf die Uhr. Das ist ja Feierabend. Wir haben allerdings nicht gespeichert. Gut, dann, dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann schaut gerne auch mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr nämlich den Kanallink zu Nexus Kanal. Da gibt es auch viele tolle andere Videos neben Astroneer. In manchen findet ihr mich auch mit drin. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dahin und ciao. Tschüss.